Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Aram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe mich für Ork entschieden und mein Gegner spielt ebenfalls Ork. Wir spielen auf der Map Terrena Stand und ja, meine lieben Zuschauer, ihr wisst Bescheid, in dem heutigen Game gibt es natürlich wieder einen neutralen Helden und da habe ich mich für... Ja, ich denke mal, den Beastmaster entschieden. Im Ork Mirror kann man den, glaube ich, ziemlich gut spielen. Und das werde ich auch tun. So, deswegen baue ich auch erst ein Büro, die Kaserne und jetzt erst den Altar. Ich kann hier nichts bauen. So, jetzt noch ein paar Arbeiter. Ja, den einen schicke ich da hoch. Und in der Mitte werde ich dann auch anfangen zu creepen. Bietet sich ja sehr an, wenn man dort auch den Helden holt. Ja, und zu den Einheiten, die ich heute spielen werde, kann ich noch nicht so viel sagen. Ihr seht es ja, ich starte erstmal mit Grunts. Und dann werde ich wahrscheinlich drauf reagieren. Je nachdem, was mein Gegner so treibt. Arbeit abgeschlossen, was ihr wollen. Erstmal natürlich gucken, welche Helden er spielt. Arbeit, Arbeit. Ja, Helden. Ah, bald bin ich durch mit den neutralen Helden. Dann darf ich auch wieder mehrere Helden spielen. Ja. Arbeit abgeschlossen. Zur Arbeit. Alles klar. Freue ich mich ehrlich gesagt auch schon. Ziemlich drauf. Zum Ork Mirror zum Beispiel Blade Master mit Shadowhunter und dann dem bösen Hero Focus. Oder halt Fazia zusammen mit dem TC. Kann man beides sehr, sehr schön spielen. Vielleicht noch als dritten Helden dann den Shadowhunter. Aber gut, ich darf in diesem Game wieder nur einen Helden spielen. Da halt den Beastmaster. Wollen wir mal sehen, ob ich den auch auf Level 6 bringe. Das wäre natürlich richtig geil, wenn ich es jedes Mal schaffe. Mit dem Dark Ranger hat es ja funktioniert. So, und ich skill mal zuerst den Bären hier. Habe ich zusätzlich noch einen schönen Tank vorne drin. In den meisten Fällen skillt man als erstes die Quill Beasts. Also diese Stachelschweine. Aber man soll ja auch mal was Neues ausprobieren. Und deswegen jetzt mal den Bär. Scheint auch ganz gut die Aggro halten zu können. Ich wandere allein. Gucken wir mal. Ah, Gegner schon unten bei mir in der Base. Ist natürlich der Blader. Ja, Blade Master nervig ohne Ende. Kennen wir ja alle. Was ihr wollt. So, vor allem hier zwei Burrows ballern auf denen und trotzdem kann er da weiter easy harrassen. Bin zur Spurensuche bereit. Na gut, aber ich versuche... Ja, natürlich eine Shit-Position hier. Ja, da wird er mir einige... Oh, verdammt, sind die da richtig eingesperrt. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ne, wisst ihr was, dann gehe ich aber hier oben hin und versuche ihm so ein paar Creeps zu klauen da. Während er hier immer noch an meiner Base am Harrison ist. Das ist aber echt nervig. Zumal ich auch gerade im Tag bin und keine Peons nachbauen kann. Versuchen wir hier mal einen Tower hochzuziehen. Ich hoffe ja, dass er sich ein bisschen zurückgezogen hat. Was liegt vor mir? So. Aber das ist auch ganz schön. Kann ich ihm hier oben die kleinen Creeps wenigstens schon mal wegräumen. Ja, da ist immer die Frage so ein bisschen, was effektiver ist. Halt die Zeit, in der ich hier creepe oder in der er bei mir harrasst. Ich meine, schlecht war der Harass bis jetzt ja noch nicht. Hat mir ja einiges geklaut da. Also mindestens zwei oder drei Peons. So, das Büro kommt durch. Er geht aber direkt auf den Tower. Ja, den kann ich abbrechen. Ja. So, und die zwei Grunts lasse ich aber mal hier unten.
bisschen deffen. Alles klar, bin zur Spurensuche bereit. So, und ich muss zusehen, dass ich hier weiter creepe. Meister! Unsere Stadt wird angegriffen! Ah, ja, hat er mir den Tower wieder abgebrochen. Alten ist der nervig. Meine Beute naht. So. Aber alles gut, ich gehe schon langsam auf Level 3 zu. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Bergbau abgeschlossen. So, jetzt könnte ich schon schön den zweiten Helden bauen. Aber ihr wisst Bescheid, ich darf nicht. Aber gern. Gut, er scheint sich jetzt aber endlich mal ein bisschen zurückgezogen zu haben. Nein! Sondern nicht. Entfesselt meine Kraft. Was liegt vor mir? Jetzt ist ein bisschen schade, dass ich den Falken nicht geskillt habe. Sonst würde ich ihn nämlich sehen. Mein Leben für die Horde. Oh, jetzt hat er gut kassiert. Wäre er vielleicht sogar gestorben da. Oder hätte zumindest porten müssen. Jagt sie raus. Ich handle instinktiv. Soweit zur Arbeit. Ich wandere. Der Falke erkennt den Blader nämlich auch, wenn er unsichtbar ist. Spurensuche bereit. Ich habe Witterung aufgenommen. So, Handschuhe, der hast du eigentlich ein Item, was ich sehr gern habe, aber. Ich muss aufpassen, dass ich immer auch genug Item-Slots frei habe. Ach, da ist er schon wieder. Okay, aber so wie der hier am Harrison ist, könnte ich mir vorstellen, dass der sich ein bisschen eingetauert hat oben. Und. Oh. Na dann noch ein Pion gekillt. Also. Das mache ich jetzt nicht so wirklich schön hier unten. Kann man besser micronen, muss ich ehrlich sagen. Was wollte ich eben sagen? Ja, der wird sich ein bisschen eingetauert haben oben. Und geht eigentlich ziemlich sicher auf entweder Mass Wyvern oder Mass Raider. Das ist so ein bisschen die Taktik, die einige Orks auf dieser Map hier gerne spielen. Und aus dem Grund hole ich mir schon mal die ersten Batrider. Gegen Raider natürlich nicht wirklich effektiv, aber sollten es Wyvern sein, ist das der perfekte Counter. Und da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Entfesselt meine Kraft. Was ihr wollen? Alles klar. Jagt sie hier. Das Inventar ist voll. Ich wandere allein. Bin zur Spurensuche bereit. Unsere Wege kreuzen sich. Meine so. Beute naht. Ja. Muss was getan werden. Und ich baue halt trotzdem noch einen eigenen Tower rein. Falls er wirklich gleich hier mit Mars-Units aufschlägt, kann ja auch sein. In der Zeit, wo er hier mit dem Blade Master am Harrison war, da geht er wieder auf meinen Tower. Der will einfach nicht, dass ich den Tower hier durchkriege. Wahnsinn. Was liegt vor mir? Ja, dass er oben in der Zwischenzeit mit dem Shadowhunter creepen geht, ist natürlich auch möglich. Auf der Pirsch. Ich habe Witterung aufgenommen. Nur zwei Tower nur, aber ihr seht zwei Beasteries. Und da ist eine Wyvern geflogen, also es gibt Mars Wyvern. Jagt sie raus. Habe ich mich tatsächlich richtig entschieden. Gegner durchschaut, obwohl ich noch nichts gesehen habe. Ja, das ist halt die Erfahrung, die man mit der Zeit sammelt. Ja, alles klar. Bin zur Spurensuche bereit. Und Leute, der geht mir tierisch auf den Senkel. Kann ich nicht anders sagen hier. Das werde ich wieder abbrechen müssen. Ah. So, jetzt kann er aber nicht nochmal kommen, sonst stirbt er. Junge, was mich das schon alles für Gold gekostet hat. Oh nein. Ja, er kann ja nicht bauen, das bedeutet, er steht da immer noch. Ja. Muss was getan werden? Ja. Aber das kann ich. Du Nervtöter, dafür trete ich dir nachher dermaßen in den Arsch. Entfesselt meine Kraft. Was soll ich abfallen? So, habe ich das jetzt laut gesagt? Sorry. Wir sind ganz Ohr.
Ihr seid der Boss. Ja, ja, was ist? Aber der nervt mich mal richtig. Da bin ich schon drauf. Oh, mal gucken, ob er hier irgendwo am Creepen ist. Hört sich gut an. Und jetzt hole ich erstmal seine Weibern vom Himmel. Da unten ist er immer noch. 246 Grunts habe ich dabei. Blauer Troll hier. Guck mal, da mal seine Weibern. Boom! Und boom! Los, mein Kamikaze. Hol dir die letzte Weiber auch noch. Halt! Hol's hin. So, in die Richtung geht's. Und Level 4. Entfesselt meine Kraft. So, ich skill trotzdem nicht den Falken. Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Blader. Da war ja eben schließlich immer noch Level 1. Von daher. Oder? War er Level 1? Ich glaube, höchstens Level 2 halt. Das, obwohl er da oben schon gecreept hat. Und wirklich einiges bei mir in der Base an Schaden angerichtet hat. Ich habe mir jetzt mal ein Pulver der Erscheinung mitgenommen. Arbeit, Arbeit, jagt sie raus. Mit Fangzähnen und Klauen. So, und ich gehe weiter auf Tier 3. Was ihr wollt. Und dann hole ich mir noch ein paar Master-Schamis. Bin zur Spurensuche bereit. Entfesselt meine Kraft. Variante Beweglichkeit. Was liegt vor mir? Unsere Und wir nähern uns Stufe 5. Meine Beute naht. Ja, sein Harrister war echt nicht schlecht, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, welche Strategie er jetzt verfolgt. Entfesselt meine Kraft. Er hat ja gemerkt, mit Weibern funktioniert nicht. Ich habe Witterung aufgenommen. Auf der Pirsch. Muss ich ehrlich sagen, Batrider sind auch ein genialer Counter gegen Lufteinheiten. Also, wenn man dagegen spielt, da muss man wirklich starkes Micro beweisen. Zum Beispiel, wenn man Mars Griffin spielt, sollte man die nicht alle in ein Team, sondern in mehrere Teams ordnen, damit man die dann schön auseinanderziehen kann. So, und guck mal, wen wir da haben. Zweiten Helden hat er dabei. Raider, Grunt, Headhunter. Alles nichts Besonderes. Ja, ich bekomme direkt den Hex ab, aber sein erster Raider fällt auch. So. Pulver der Erscheinung genutzt, das heißt, das unsichtbar machen bringt dem Blader nichts. Allerdings nur mit dem Beastmaster brauche ich hier auch nicht zu fokussen. Also jedenfalls kein Hero-Fokus, da hole ich mir lieber hier mal einen Headhunter und vielleicht noch den Grunt. Ja. Da habe ich wesentlich mehr von, als wenn ich hier auf Hero-Fokus gehe. Level 5 erreicht. Jetzt baue ich hier den ersten Tower oder die ersten Tower. Hoffen mal, dass die durchkommen. So, man kann sogar mehrere Bären gleichzeitig beschwören. Das wusste ich auch nicht. Mit den Quillbeasts, dass das geht, wusste ich. Aber bei den Bären dachte ich eigentlich, dass man immer nur einen haben kann. Kann auch sein, dass es nur früher so war und dass sie das jetzt geändert haben. Wir nicht bauen. Aber ich kannte das so halt noch nicht. So, da hat er noch schön die Items liegen. Oh, eine Kristallkugel. Das ist natürlich geil. Ja, nicht, weil ich die unbedingt brauche. Aber zum Verkaufen optimal. So, er ist auch auf Tier 3. Hat auch den ersten Charmi dabei. Den ersten Troll-Berserker. Also jetzt muss ich zusehen, dass ich auch auf Tier 3 komme, sonst habe ich das Nachsehen. Aber halt ein Level 5 Held gegen zwei Level 2 Helden. Also, auch wenn ich es mir aussuchen könnte, da würde ich ganz klar den Level 5 Helden nehmen. So, nehmen wir noch eine zweimal Rolle der Heilung mit. Forschung abgeschlossen. Bin zur Arbeit abgeschlossen. Ja, der Peon wollte sich die Echse unter den Nagel reißen. Nix ist. Ich habe Witterung aufgenommen.
auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen sich. So. Die Rolle der Heilung hätte man nicht unbedingt muss nutzen was getan müssen. Werden? Aber ich dachte mir mal, why not? So. Und im Ork Mirror natürlich auch richtig geil Tauren. Dagegen der einzige Counter wirklich, ja, sind Kudos halt, mit denen er meine Tauren fressen könnte. Haben wir schon. Zur Spurensuche bereit. Jagt sie raus. Mana-Stein gefunden, den kann ich auch gleich mal einsetzen. Mana natürlich ultra was wichtig für den Beastmaster. Ich wandere allein. Ja, und die Creep-Spots hier mache ich eigentlich nur, damit er sie nicht machen kann. Beute naht. Wenn er natürlich beide Helden auf Level 5 creept. Und ich habe noch meinen einen auf Level 5. Ja, kann sich jeder alleine ausrechnen, wer dann den Vorteil hat. Arbeit abgeschlossen. Spurensuche bereit. Unsere Stadt wird angegriffen. Löwenhorn von Stormwind. Und da unten geht auf meine Echse los. Was liegt vor mir? So, Arbeit abgeschlossen. Geslowed. Na, kann ich da noch hinporten? Oh, nein. Ja. Okay, dafür hat es nicht mehr gereicht. Muss was getan werden. Aber ich kann dann noch das Burrow besetzen. Instinktiv. Und ja, mal gucken, wie er jetzt weiter verfährt hier. So, und jetzt sind auch schon die ersten Tauren im Bau. Master Schaman. Okay. Er hat auf jeden Fall auch schon Blattlast erforscht, hat man genau gesehen. Ich habe Witterung. Über der Erscheinung kaufe ich. Oh, schnell nochmal ein bisschen heilen hier. Eikalamba. Seine Armee im Moment viel, viel stärker als meine. Muss ich zusehen, dass ich Einheiten nachpumpe, aber ganz, ganz fix. Die ersten Tauren sind ja im Bau. Das ist jetzt eine recht gefährliche Situation. Ja, gibt es auch direkt den Hero-Fokus. Ja, nutzen wir einen Verwundbarkeitstrank. So, und da ist auch der erste Taure. Gut gemacht. Und die Quillbeasts und diese Riesenbären vorne drin. Das ist auch krass, diese Wildschweine, die auch schon weil so groß wie ein Grunt. Also auf jeden Fall groß genug, als dass die Grunts drauf reiten können. Wir brauchen mehr Gold. Entfesselt meine Kraft. Und er kommt wieder. Er will's wissen. Was liegt vor über mich war? Entfesselt meine Kraft. Drei Quillbeasts. Boah, guckt euch an, was die für einen Schaden am Blader anrichten. So, dann kriege ich den Tauren noch zurückgezogen. Ich glaube nicht. Nein. Mit dem Beastmaster versuche ich hinten natürlich auch die Caster ein bisschen wegzunehmen. Blitzschild hat er auf meinen Beastmaster gecastet. Das ist natürlich Fail hoch 3. Und Level 6 mit dem Beastmaster, Blazemaster und Shadowhunter fallen genau gleichzeitig. Und das war der Sieg. Und ja, schade, dass ich euch die Ulti nicht zeigen konnte, aber das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.